Damit auch hallo und herzlich willkommen an YouTube, die das etwas später sehen. Wir sind jetzt gerade im Livestream, haben bereits eine Gruppe jetzt wahrscheinlich für... Es ist uneinig, ob die Gruppe ins Bollwerk will, Höllenfeuer-Bollwerk oder in den Blutkessel. Wir werden es gleich sehen. Beide Instanzen völlig okay. Ich wollte heute tatsächlich beide Instanzen machen. Ich hätte gern mit Höllenfeuer-Bollwerk angefangen, aber wir können auch mit Blutkessel anfangen. Ich habe die Befürchtung, weil im Blutkessel anscheinend bessere Beute droppt als im Bollwerk, möchte da keiner reingehen. Es war tatsächlich ein bisschen schwieriger, eine Gruppe... Was heißt schwieriger? Wir haben ein paar Minuten, wie lange haben wir gesucht? 3, 4 Minuten vielleicht. Also so schwierig war es jetzt auch nicht, aber ein bisschen suchen mussten wir auf jeden Fall. So, da kann ich auch draufklicken. Bin ich hier der Einzige, der klickt? Hier wird schon... Nee, kein PvP. Normaler Gegner. So, hier wird fleißig rangeportet. Portet mal Sumnix. So, wir haben eine Laser-Eule dabei sogar. Wie nice. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann läuft mit, mit Tanken. Es könnte interessant werden auf jeden Fall. Ich bin voll Furore geskillt. Wir werden als Tank unser Glück probieren. Wenn wir völlig versagen, tut es mir für die Gruppe tatsächlich sehr, sehr leid. Aber ich werde mein Bestes geben, die Aggro zu halten. Wenn nicht, muss ich tatsächlich vielleicht irgendwie doch auf Hybrid-Skillung umstellen. Ich würde allerdings gern eigentlich in Voll-Tank-Montur hier reinrennen. Wir müssen mal gucken, ob wir ein Schild brauchen, allen drum und dran. Ich hoffe eigentlich fast nicht. Wir haben Thunderfury am Start. Wir werden... ich weiß auch gar nicht, ob ich noch mehr Def anziehen sollte vielleicht. Wir könnten noch mehr auf Def gehen. Aber wir haben eigentlich eine sehr... Also die Ausrüstung, die ich halt habe, ist eigentlich schon wirklich gut. Muss man sagen. So. Komm dran. Geiber stream nicht so viel. Ah, wie? Im Stream dabei, oder was? Zumindest bekannt anscheinend. Was ist denn das? So ein Mix? Vogelfrei. Erwischt. So, das Höllenfeuer-Bollwerk. Die erste Instanz, Abfahrt. So, die erste Instanz, die wir jetzt endlich machen werden. So. Wir werden hier übrigens mit Donnerknall jetzt viel arbeiten. Gerade bei mehreren Leuten. Und die Aggro so gut wie möglich versuchen zu halten. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ah ja. Okay. Na okay, wenn jeder auf dem Einzeltarget drauf schießt, ist das halt schwierig, die Akku zu halten. Aber hier gleich voll gefordert auf jeden Fall. Okay, scheint tatsächlich recht einfach zu sein. Ja gut, Thunderfury T3. Ich stecke jetzt ein bisschen was ein. Ich bin tatsächlich im Furore-Equipment eigentlich gerade. Wir können noch ein bisschen was auf Def gehen, aber ich glaube... Das passt soweit, wenn die ja so viele ranholen, müsste das klappen. So, akkutechnisch sieht es auch ganz gut aus. Entwaffnen ist natürlich ganz beschissen, aber was willst du machen? Achso, der ist 10%, die hauen dann automatisch irgendwann ab. Und pullen die nächsten. So, hier haben wir noch einen, Freunde der Nacht. Hier, der... Sunmix hat es auf jeden Fall eilig. So, mein Blutdurst-Addon bzw. mein Recher-Addon und alles funktioniert noch. Das ist sehr schön. Ach, der Heiler hat so viel Langeweile, dass er hier pullt. Ach, deswegen. Ihr seid voll, oder? Ja, wir sind voll. Ich will eigentlich hier wispern. Jo, sinnvoll. So, Akku halten tatsächlich. Ich habe es immer schwerer vorgestellt, muss ich sagen. Gerade als Furore geskillt, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, glaube ich. Wir haben hier eigentlich von jedem die Akku. Ja, wir haben von jedem die Akku. Und der Zerstörer, noch einmal, ist das schon, ist das ein Boss zufälligerweise? Nee, oder? Das ist nur ein normaler NPC. Hält aber zumindest viel aus. So. Guter Start, auf jeden Fall. Die Instanz sollte recht zügig gehen anscheinend. So. Mir fehlen noch alle Buffs. Ruinenbuff wäre noch ganz geil. Ausdauer, Priesterbuff. Priesterbuff wäre auch ganz cool tatsächlich. Wir werden einmal die World Buffs noch freigeben und damit soll das gar kein Problem mehr sein. Aber nicht mal gebufft, mehrere Gruppen auf jeden Fall ohne Probleme machbar. Ich kann mir hier noch Zeug reinschmeißen, ich habe noch Krogzeug dabei und allen drum und dran. Also nochmal alles steigern und so weiter und so fort. Sollte nicht das große Thema sein. So. Stunt.
Ja, ne, es sind tatsächlich normale NPCs, die wir hier, die wir haben. Den da hinten, den würde ich gerne noch mitnehmen. Ich muss ein bisschen mehr Donnerknall einsetzen. Das kriegen wir aber hin mit der Zeit. Ich muss mir erst ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt tatsächlich viel mit Donnerknall macht. Das eigentlich fast durchspammt, gerade bei großen Gruppen, um die Aggro zu halten. Das kann man ja jetzt mittlerweile ganz gut. Ging vorher halt gar nicht, weil man immer die Haltung wechseln musste. Mittlerweile ist es mit drin. Ich werde mir, glaube ich, auch nochmal die Tasten umlegen müssen. Aber bis jetzt, wir stellen uns gut an. Solange der Heil hier in der Gegend rumsteht, ist alles super. So, dann, ja komm, gehen wir direkt weiter. So, nächste Gruppe. Brauchen wir eine Mana-Pause? Ja, kurz vielleicht für den Druiden und für den Jäger. Wenn ein Jäger kein Mana hat, ist das auch scheiße. Wir machen da mal eine kurze Pause. Wir wollen hier die Gruppe auch nicht zu sehr stressen. Beziehungsweise bis jetzt habe ja ich gerade das erste Mal erst gepult. Aber sehr schön, dass es so reibungslos funktioniert, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wir haben jetzt übrigens noch Dunkelmond-Jahrmarkts-Buff, wir haben Drachentöter und wir haben noch Zanzas Geist gerade am Start. Also das mal auch tatsächlich auf der absolut safen Seite gerade. Na guck mal, der wird schon weitergemacht. Na komm. Oh, dieses Entwaffnen. Da geblieben. Na okay, das sind Non-Elite. Ich lasse die mal durchlaufen. Den allerdings nicht. Hi, da geblieben. Okay, tot, tot, tot. Wenn dir der Heiler Heiltränke gibt, ist das kein gutes Zeichen. Danke. Ich finde das aber relativ bedenklich. Gerade tatsächlich. So, was ist das hier Lustiges? So, die Putt kommen gerade noch mitten rein. So, brauchen die Mana? Gas. Na gut, von mir aus. So, mal nach hier hinten. Ah, ich glaube, die hängen fest, oder? Einer ist mir, glaube ich, jetzt durchgeflutscht. Würde aber erst gerne mal hier schnell was drauf schmeißen, genau. Ja, das ist ein normaler. Hallöchen, komm mal mit. So, Gruppe hat es eilig auf jeden Fall. Oh, dann können wir auch gerne zwei, dreimal gehen. Also es ist echt sehr entspannt. Was heißt sehr entspannt? Tanken ist relativ anspruchsvoll. Beziehungsweise muss schon aufpassen, dass ich überall die Akku halte. Aber insgesamt, wir werden hier ohne Probleme durchkommen durch die Instanz. Was mich sehr, sehr freut. Leider, ich habe noch keine Quest fürs Höllenfeuerbollwerk, für Blutkessel, wo wir gerade sind. Für Höllenfeuerbollwerk hätte ich tatsächlich schon die erste Quest auch mittlerweile. So, wir machen dann hier direkt mal weiter. So, ich bin auch übrigens im Dual-Wide logischerweise hier unterwegs. Macht den Aggro-Aufbau natürlich sehr, sehr einfach. Aber Schild wäre jetzt völlig overpowered, glaube ich. So, und von drei Gegnern die Aggro halten, nicht wirklich ein Problem. Hi. Latte. Wir können prinzipiell alles erstmal weglegen, weil wir werden nichts brauchen. Unser T3 ist tatsächlich so gut, dass wir erst, ich glaube, frühestens mit Level 64 die ersten Teile tatsächlich wechseln könnten. Es gibt zwar das ein oder andere Schmuckstück, was ich vielleicht gerne hätte, weil wir haben nach wie vor noch Blackhands Breite im Moment am Start. Das ist nicht optimal, aber besser wie nichts. Anregen, please. Aber auf einmal geht's zu schnell. Da geblieben. Muss mir echt noch einen Donnerknall gewöhnen. So. Ach, cool. Hier geht's direkt weiter. So. Hi. Den. Hallo? Den hätte ich gerne. Danke. Den hier einmal. So, den hier. So, Hammer, Hammer, Hammer.
Ich habe eigentlich gedacht, es wird relativ ruhig heute. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich ein bisschen in den Chat reingucken kann, allen drum und dran. Dem ist allerdings nicht so. Aber Jay, guten Abend, Hallöchen und Arceus. Thunderfilm müsste man haben, ja. Geiles Teil. Herzlich willkommen, Hallöchen. Ich bin ein bisschen im Stress. Nur minimalst. Aber sonst alles gut. So, ich würde gerne tatsächlich noch looten. Ich habe keine einzige Leiche bis jetzt, glaube ich, looten können. Großartig. Ich würde trotzdem gerne looten ab und zu mal. Wir kriegen hier übrigens so für die Ehrenfeste. Ehrenfeste bin ich tatsächlich jetzt schon freundlich, weil... Das ist ein Fehler. Ehrenfeste bin ich tatsächlich auch schon freundlich durch die Quests, die ich gemacht habe. So, Dali, jetzt wird hier mal Mana kurz aufgetankt und dann können wir eigentlich direkt weiter. So, der erste Boss müsste, glaube ich, hier auch... Da ist er schon. Der springt ja auch rum. So, ich weiß gar nicht, wie weit der nach hinten läuft. Da läuft der Patrouille. Ich weiß gar nicht, wie weit das der kommt. Kann sein, dass wir ein... Also, Bullen wäre... Weiß ich nicht. Nee, ist so weit... Okay, der läuft nicht so weit. Können wir ignorieren. So, da sind 2K drauf. 3K. 4K. Da sind 4K drauf. Da sind 4K drauf. 4K sollten normalerweise reichen. Und dass ich die Akku normalerweise halte, bis sie tot sind. Ich glaube, so 4... Ja, 4K reichen auf jeden Fall. Also 4K Akkuaufbau sollte sein. Der Rest ist Überschussware. So, wie sieht es mana-technisch aus? Eigentlich noch ganz gut. Und das im Verhältnis gesehen. So, Hallöchen. So, den da hinten wäre ganz geil, wenn den am Wager vielleicht rausziehen würde irgendwie. Oder irgendwie anders, wenn man den rausziehen könnte. Sonst gehe ich halt hin. Mehr. So, damit sollen wir alle haben. Wir kriegen hier pro Mob, da ist der Boss wieder. Wir kriegen hier pro Mob. Achso, ich habe mein Ding nicht. Achso, das ist der falsche. Das ist der richtige. Kommt da der Boss? Nö, oder? Achso, wir können nicht, weil wir... Ich bräuchte Schild. Wir haben kein Schild an. Gut, dann einmal kurz recken. Dann können wir eigentlich hier noch die anderen Gruppen... Ich weiß gar nicht mehr, brauchen wir alle eigentlich nicht. Ich glaube, die da können wir sogar auslassen. Also wir könnten hier vorne rumgehen. Und könnte die hier hinten stehen lassen und könnte hier durchlatschen dann dementsprechend. Ich glaube, das werden wir auch so machen. Wir werden die hier pullen. Und werden die jetzt schnell noch mitmachen. So, einmal die Beine in die Hand genommen. So, einmal, zweimal, dreimal. So, Hallöchen, da haben wir drauf. Das ist auch meiner und den hier brauchen wir noch. Okay, nee, beide meine, sehr schön. Ja, guter Flammenregen. Das ist nochmal Heiler-Service extra. Aber es läuft echt super, muss man sagen. Einen schönen guten Abend und an alle. Das auch. Ja. So, ich hoffe, wir... Es droppt hier auch relativ viel grünes Zeug. Naturwiderstand. Sehr schön. Braucht man jetzt nicht mehr unbedingt. So, dann... Ah, komm, die... Okay, wir machen alles mit anscheinend. Also, die hätte man stehen lassen können. Man kann jetzt dann einfach den Boss nämlich dann pullen eigentlich. Und kann dann... Ja, prinzipiell hier pullen. Sollte, glaube ich, gehen. Und dann hier hinten lang. Dann sparen wir uns nicht den Trash hier aus. Und wir können den auch gerne mitmachen. Ist ja relativ klar. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt wird es allerdings interessanter. Das ist Boss. Mit ein paar. Mit einer Gruppe, oder? Ah, mit Heal vor allem auch. Okay. Nicht unbedingt vielleicht auf den Boss, sondern erstmal auf die kleineren, aber... Ah, das Problem ist, sie stunnen halt. Achso, ich kann übrigens hier auch mit Dings logischerweise ein bisschen was machen. So, der Heal kommt leider durch. Okay, Akku haben wir. 13K. Boss ist tot. Okay, aber
Ich habe mir tatsächlich, ich habe es mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Muss ich auch tatsächlich sagen, es ist jetzt schon, es ist schon extremst arg einfach gerade. So, ein Schwert, ja, werden wir nicht, also, die Items sind ganz nett, wir werden es nicht brauchen können. Ach, guck mal, wir haben sogar, ach, das ist Höllenfeuerbollwerk. Wir sind jetzt sogar im Höllenfeuerbollwerk, nicht in, nicht im Blutkessel. Wir werden dann auch noch Blutkessel gerne, können wir dann noch mitmachen. Wir sind tatsächlich im Höllenfeuerbollwerk, wo ich auch die Quests habe. Ich habe es gar nicht gesehen. Guck mal, da hinten ist eine Truhe, aber die ist verschlossen. Ich hab's gar nicht gesehen, hier oben steht's. Ich habe mich schon gewundert, wieso da jetzt ein Quest-Item, wenn wir im Bollwerk sind. Da habe ich nämlich keine Quest. Hier müssen wir einmal alle Bosse töten und können so dann letztendlich eine Quest erfüllen. Wo es tatsächlich ein Schmuckstück gibt, was ich gerne hätte, weil das würde tatsächlich das erste Item sein, was ich tatsächlich auch anlege. Denn ich habe momentan noch Blackhands Breite. Die würde ich dann gerne ablegen. Ja, das ist ein bisschen viel. AOE. Da, da, da. Nur den Rest haben wir jetzt alles wieder unter Kontrolle. Ist ein bisschen schwerer. Gut, jetzt mit Donnerknall geht's eigentlich. Ist ein bisschen schwerer, so ab 4 Targets für den Krieger nach wie vor die Akku zu halten. Da wäre jetzt beispielsweise ein Paladin übrigens besser. Gerade wenn man Massenpull macht. Er kann mittlerweile halt dadurch, dass er jetzt dementsprechend auch die Skillpunkte oder die Skillfähigkeiten hat, kann der mittlerweile besser die Akku halten bei großen Gruppen wie ein Krieger. Allerdings ist ein Krieger nach wie vor der Nonplusultra-Tank, wenn es um Einzeltargets geht, wie Bosse halt dementsprechend. Da geht nichts über einen Kriegertank. Aber ich bin schon froh, dass mir das Skillung funktioniert ganz geil, muss ich sagen. Als Reinfuhrer hier reinzurennen. Akkutechnisch, ja, wenn ich nicht große Schnitzer mache, so wie gerade, oder ich nicht dauernd in Waffeln bin oder gestunt bin oder irgendwelche anderen Blödsinn passiert, geht's eigentlich. Sonst läuft's ganz gut. Hast du offline gequestet oder warum hast du eine EP-Palgen schon so voll? Heute kam die erste Folge, Chain, raus auf YouTube von Burning Crusade. Kam heute die erste Folge raus. Ich habe tatsächlich schon 5-6 Folgen aufgenommen und hab tatsächlich auch gequestet. Und nicht offline, sondern ich bringe das Ganze als YouTube-Folge raus. Das hier ist jetzt auch eine YouTube-Folge. Ich schneide das Ganze jetzt mit. Und hier wird dann auch bei YouTube mit ins Let's Play reingeladen. Ich mache ein komplettes Let's Play von 60 bis 70. Alle Instanzen, alles, was ich spiele, wird aufgenommen und wird dann dementsprechend hochgeladen. Und Ziel ist es, Sonnenbrunnenplateau clear zu raiden, das heißt DBC komplett durchzuspielen, so wie wir es in Classic auch getan haben. Und das sollen wir schaffen. Hier übrigens eine der schwersten Stellen im heroischen Bereich, weil die hier halt echt übel reinzimmern können. So, hier ist es auch mal ein bisschen, dass einer gerade ausgebüxt. Hi. Alles ein bisschen einsammeln. So, das hier ist tatsächlich, also wenn die mal die Instanz der Ruhe spielt, das weiß ich noch, hier ist einer der Knackpunkte, weil die Vieren und das Vieren, wenn das nicht dispelled wird, hat man das Problem, hab alle, oder? Ja. Wird man in die nächste Gruppe hier hinten reingeführt beispielsweise und dann stirbt man tatsächlich relativ zügig. So, ich komme hier echt nicht zum Looten. So, sehr schön. Mana-Buffs anstatt Ausdauer, bitte. Okay. Wenn du das von vom Jäger hast, ist das ein gutes Zeichen, dass du als Tank irgendwas richtig gemacht hast. Wenn der keine Ausdauer braucht, wenn möglich, sondern eher Mana. Als dass er irgendwie Leben braucht. Finde ich schön. So, Ausdauer, Intelligenz. Wir haben auch schon ein bisschen was gewonnen, tatsächlich, gerade schon wieder an Zeug. Das können wir alles verkaufen. Ah, war den ganzen Tag unterwegs, hab's noch nicht mitbekommen. Ja, kam heute um 18 Uhr, kam die erste Folge. Es werden jetzt ziemlich schnell ziemlich viele Folgen kommen. Hier übrigens haben wir jetzt links und rechts noch ein Bösslein stehen. Ja, der ist gerade mal auf der Flucht. Halt, da geblieben. Nicht immer. Das ist nach wie vor so. Rennt zum Tank. Wenn ihr Akku habt, rennt einfach zum Tank. Der Tank merkt das dann normalerweise schon, wenn er nicht ganz bescheuert ist. Und holt sich dann dementsprechend die Akku wieder von seinen Gegnerchen. So, hier kriege ich jetzt gerade ordentlich rein. Ah, ich bin gestunt. Ja gut, ich bin gestunt. Ich fliege durch die Gegend. Aber das ist noch eine zweite Gruppe, oder? Ja. Okay, da lohnt sich mal der Herausforderungsruf tatsächlich auch zu zünden. So, Herausforderungsruf ist raus. Ich sollte von allen restlichen die Akku haben. Genau, hätte sogar fast auf Schild wäre ich gegangen.
Boss ist es nicht. Normaler Gegner, aber das Problem ist echt das Entwaffnen und das Stunnen hier ein bisschen. Aber meckern auf hohem Niveau. Aber irgendwas muss ich euch hier erzählen. So. Dann, ja, machen wir mal eine kurze Mana-Pause. Und danach können wir gerne, wir können nochmal gerne hier reinlaufen. Wir können gerne nochmal Blutkessel gehen. Läuft ja super. Läuft ja gut. Casey, vielen herzlichen Dank fürs Follow. Hallöchen. Herzlich willkommen. Freut mich sehr. Hier übrigens der nächste Boss. Und wie gesagt, das Ganze landet auch bei YouTube. Also wenn ihr mal irgendwas verpassen solltet in einem Stream oder irgendwas anderes oder nicht könnt, besser als mit Iuna? Wer ist Iuna? Achso, wir machen erstmal hier. Warte mal. Achso. Ja, ja. Lass mich doch wenigstens pullen. So, da kam der Spott noch rechtzeitig. Hallöchen. Bin aber nichts gegen Niraf. Ach so, daher. Ja, Niraf ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. So. Okay, das reicht. Das reicht. Aber bei drei, nur drei Gegner ist das so entspannt. Oder nur zwei noch. Das ist so entspannt. Oh! Erster blauer Drop tatsächlich. In ganz DBC, ich hatte noch keinen blauen Drop. Ist ein random Drop. Nett, nett. Mit sowas kann man tatsächlich gerade auch ein bisschen Kohle sogar noch machen. So. So, jetzt machen wir mal hier volle, volle Donnerknall-Action. Aber für die Hunde wird es nicht reichen, wenn da zu viel Damage draufkommt. Der Donnerknall macht ein bisschen Aggro, macht jetzt aber nicht übermäßig viel. So. Ach so, der war eh schon am Wegrennen und sterben. Aber ich bin in meinem Element. Hallo, freut mich, mal live dabei sein zu können. Freut mich sehr, gerne mal, wie gesagt, live auch gerne vorbeischauen. Aber wenn ihr es verpasst, wie gesagt, es wird alles hochgeladen. Ihr werdet prinzipiell nichts verpassen. Aber live ist natürlich immer schön, weil dann kann man sich gerne auch mal unterhalten, wenn ein bisschen weniger Stress da ist. Wir werden auch, also wir werden nicht nur live in Instanzen gehen, sondern wir werden tatsächlich auch live... Naja. Wir werden live auch ein bisschen questen, nicht nur Instanzen laufen, allen drum und dran. Wir werden eine schöne Zeit haben, bis wir Level 70 sind und auch danach, nehme ich mal an. Uns wird jetzt DBC erstmal ein ganzes Weilchen begleiten. Das Einzige, wo ich ein bisschen Einsparung machen würde, wäre tatsächlich, wenn Diablo 2 Resurrected rauskommt. Weil das ist halt mein absolutes, da warte ich eigentlich die 20 Jahre drauf, die es gedauert hat, wenn man es ganz genau nimmt. So, einmal hier das ganze Zeug looten. Kleinvieh macht bekanntlich auch bis dahin, ist noch eine Truhe. Will die Truhe einer? Kiste? Würfeln oder will die einer plündern? Dann steht eine Kiste rum. Die haben hier den nächsten Boss. Ach, guck mal, ist schon vorgelaufen. Kiste. Ich weiß nicht, verwürfeln oder wie oder was? Oder haben wir hier... Ah, jup. random. Random. 58. Okay, ich werde sie nicht gewinnen. Ah, guck mal, hier kommt schon der Rest. Mach auf. Ach so. Ja, ich habe jetzt mal gewürfelt, was standardmäßig so allgemein gang und gäbe war. ...87. Ja, einfach drum würfeln. Ganz ehrlich, wird wahrscheinlich eh nur Bockmist drin sein. Epic wird's nicht in, wird nicht drin sein, denke ich mal. Ist das eine Random... Das ist eine Random-Gruppe. So, hier haben wir den ersten Boss. Beziehungsweise nicht den ersten, den zweiten Boss. Und dann haben wir noch einen dritten Boss. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ist eine Rennekuppe. Und erster und Skui natürlich, hallo. Und erster PC-Stream. Ja, erster PC-Stream. Passe. Wo ist die Kiste? Da hinten haben die die nicht gesehen.
So, warte mal kurz, bis sie da sind und dann können wir eigentlich gleich loslegen. Ach, guck mal, mir wurde Dings runtergenommen. Anscheinend. Oder ist ausgelaufen. Achso, kann auch ausgelaufen sein. So, ich würde ganz kurz tatsächlich noch ganz, ganz kurz. 9, 8, 7. Okay. Sind alle da? Ja. Ich glaube, das passt soweit. Ich hätte gern Bluetooth ready gehabt. Kommt so vor, wie ich dauernd verfehle. Es ist aber. Ich verfehle tatsächlich ein bisschen was, aber nicht so mega viel. Ich höre nur dauernd das Geräusch. Streamst du morgen auch? Ja, ich streame morgen auch. Morgen wird gestreamt, Sonntag wird gestreamt, immer DBC jetzt in nächster Zeit. Morgen übrigens dann um 20 Uhr trotzdem erst am Freitag. Zur ganz normalen Zeit dafür, aber morgen ein bisschen länger. Ich hoffe, ich bin morgen auch wieder ein bisschen fitter wie heute. Und dann klappt das. Haben wir denn noch hier irgendwo. Weil er die Hunde gespawnt hat. Dass hier noch irgendeiner wegrennt. So, nächster Boss. Den Huf haben wir auch. So, was ist das hier? Ein Stab. Ausdauer, Intelligenz. Wir werden jetzt gerade in den 20, haben wir mal ein bisschen das Zeug eingeguckt. Wir werden jetzt am Anfang noch nichts brauchen. Wir sind zu gut ausgerüstet, aber spätestens ab Level 64 können wir halt die ersten Teile austauschen. Und hier haben wir übrigens die Quest. Das ist die hier. Ne, das Schmuckstück. Für eine andere Quest. Wo ist denn das? Die Gruppenquest, glaube ich. Die hier. Dieses Schmuckstück tatsächlich, was ich dann hier bekomme, ich glaube, das hier ist es, würde ich tatsächlich dann auch anziehen direkt. Also, das würde die Black Hands Breite, würde das auf jeden Fall ersetzen. So, hier muss man aufpassen, dass man nicht runterknallt. Hier ist übrigens der Instanzeneingang wieder. Also, kann man direkt abkürzen, wenn man hier wieder raus möchte. So, der Boss, der nächste Boss ist ein fliegender Boss. Und dann legen wir mal los. So, einmal Schutt. Na, ich habe ein bisschen Gegner anvisieren, das ist heute nicht so meins. Das ist Dauergestunt. Wieder gestunt. Morgen bin ich bei einer Indie dabei. Gerne ist cool. Aber erst bin ich essen, es gibt Döner. Heute ist so Donnerstag. Ist noch nicht Mittwoch, Mittwoch ist doch Dönertag. Ist cool. Heute ist doch Donnerstag. Ihr habt euch vielen Herausforderungen gestellt. So. Zu schade, dass alles umsonst war. Naja. Schon bald werden sich eure Völker meinem Lord beugen. Eure Zeit ist abgelaufen. So, der Drache kommt dann auch noch runter. Leider nicht als Mount verfügbar, aber das hier ist auch der erste Nessa-Drache, den wir tatsächlich sehen. Aber den werden wir uns vielleicht auch noch als Mount holen. Ich muss mal gucken, wie wir es insgesamt mit Ruffarmen und so weiter anstellen. Ich habe es eigentlich nicht vor. Ich habe das damals alles gemacht. Ich weiß noch nicht, wie. Je nach Langeweile werden wir auch da noch ein bisschen Ruffarmen gehen. Aber müssen wir mal gucken. So. Ist ein Drache. Kann Feuer spucken. Kann Feuer auf den Boden legen. Das sollte man vielleicht auch irgendwie rausgehen. Haben wir einen Nahkämpfer dabei? Nö. Ja, wir haben nur Fernkämpfer. Das macht es natürlich hier ein bisschen einfacher. So, ja genau. Gerne den umhauen. Na. Ja, Geibersch, geh aus dem Feuer raus. Boah, gerade habe ich es noch gesagt, vor 3 Sekunden. So. Das war's. Der droppt eine Kiste. Da ist der Loot drin. Allerdings braucht man hier den Kopf für. Und Simon, auch 14 Monate. Heute ist aber mal richtig, richtig krass. Vielen Dank, Simon, für 14 Monate und willkommen in The Burning Crusade. Oh, Abhärtungswertung. 16 Ausdauer. Und Platte. Verteidigung um 19. Ja, es ist halt, ja. Nette Items, aber momentan eigentlich noch halt sinnfrei. Weil noch im Moment besser ausgerüstet. So, ist hier noch Loot drin? Oh ja. Startet eine Quest, oder? Genau. Okay, gucken wir uns später an. So, So, ich wäre jetzt gerne nochmal, also wir können gerne hier nochmal rein, nochmal die Instanz machen oder wir können gerne Blutkessel gehen. Die Gruppe ist cool. Dein Healer hast du. Sehr schön. Mir egal, bin dabei. Sag an. Mir auch. Mir ist wurscht. Ja, bin auch dabei. So, müssen wir mal gucken. Wenn alle dabei sind, gehen wir halt direkt nochmal entweder Höllenfeuerberg oder Blutkessel. Mir ist es relativ wurscht. Alle dabei, geil. Dann Blutkessel. Dann gehen wir Blutkessel. Dann gehen wir jetzt Blutkessel. Sehr schön. Coole Gruppe.
Nimm ruhig, T3. So, wir können hier runter. Wir können hier direkt raus. So, Blutkessel muss allerdings den Eingang finden. Ich brauche ein Ziel, wie der mich an die Hand nimmt. Es wurde verschoben, aber... Achso, genauso wie es bei mir verschoben wurde, wurde deins auch verschoben. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier, wo muss man hin? Ich hoffe, der weiß, wohin. Ich glaube, auf die andere Seite. Oder? Blutkessel war andere Seite. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, hier oben kann das sein. Wo ist denn der Blut... Das? Nee, das hier ist die zerschmetterten Hallen. Wo ist denn Blutkessel? Ist er hier? Ist das Ding ganz... Ist das ganz woanders da? Weißt du, zufälligerweise eine Mula... Doch, hier oben lang, oder? Das hier sind die... Also hier hinten sind die zerschmetternden Hallen. Da müssen wir noch nicht hin. Wo müssen wir lang? Ah, lang, oder? Nee, wo lang denn? Das hier sind die zerschmetternden Hallen. Das ist falsch. Ich glaube, die wissen alle... Wir wissen alle nicht, wo es lang geht. Da geht es eigentlich wieder raus. Blutkessel ist doch auch hier, oder? Weiß einer wohin? Jetzt stehen wir ja alle auf der Brücke. Yo, ah. Dann voraus. Hier. Das ist, hä, das ist aber doch zerschmettert. Achso, nee, doch, hier runter. Huch. Ah, es ruckelt ein bisschen. Bisschen arg sogar. Ah, ist das unten oder auf der Rückseite? Hier. Muss gestehen, gerade so die Instanzen, ich kenne mich tatsächlich nicht mehr aus. Ah, das ist auf der Rückseite, oder wie? Boah, es ruckelt aber... Also, es liegt nicht an mir. Ich glaube, das müsste wenn dann der Druide tatsächlich sein. Ich habe eine 18er Latenz. Olle, die Waldfee. Ah, da oben. Ganz oben drin ist Blutkessel. Guten Abend, Paddy, hallöchen! Einen Abend noch höher, danke! Muss tatsächlich gestehen, gerade so die Instanzeneingänge, das wird ein Kampf. Karasan soll dich finden. Alles andere wird ein bisschen schwerer. So, wir haben jetzt übrigens keine 30 Minuten gebraucht. Für die Instanz. War sehr, sehr zügig. Haben auch sehr viel gepult, ging aber auch ohne Probleme tatsächlich hier oben. Sehr schön, dann gehen wir doch da gleich mal durch. Und ich würde sagen, neue Folge für YouTube.